Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Triple Device, ein NoteFX-Device, mit dem man schöne Rhythmiken erzeugen kann. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, und da ist das Triple Device und gehen wir einfach über das Device drüber. Und zwar, hier ist ein Ausschaltknopf. Hier sind die Presets, hier ist der Titel des Devices und hier befinden sich die Fernsteuerung, eine Seite und darunter das Aufklappen der Modulationsleiste bzw. das Zuklappen. So, und dann kommt das Device relativ spartanisch daher mit einem großen Display und ich habe hier oben jetzt einfach einen Eintakt, Zweitakt langen Clip mit einer Eintakt langen Note drin. Wenn ich das Ganze spiele, sieht man gleich, was hier passiert. Und zwar jedes Mal, wenn ein Ton gespielt wird, gibt es eine Verzögerung und die ist hier 4/16 lang. Und das ist die Länge, wie lange der Ton braucht nach oben, nach unten, beziehungsweise die Länge, die nach unten geht, und dann steht schön in der Beschreibung, hüpft der so lange auf, bis die Gravitation gewinnt. Das heißt, das ist quasi künstliche Schwerkraft hier, kann man immer gut im Raumschiff gebrauchen. Und diesen Abstand, den kann ich zum Beispiel hier regeln. Ich sage, nach einem Sechzehntel soll der quasi in die nächste Note kommen, dann kann der nicht so hoch springen, sondern nur so, und dann ist die Wiederholung auch relativ klein. So, wenn ich jetzt sage, die nächste Note soll dann nach 6/16 kommen, dann kann das viel höher springen und braucht viel mehr Iterationen, bis dann schließlich unten ankommt. Dann habe ich hier, beziehungsweise hier habe ich dann noch die Möglichkeit, ein Offset zu setzen. Hier kann ich noch so ein bisschen das Ganze verschieben nach hinten, dass es noch langsamer ist als 6/16. Beziehungsweise etwas schneller machen als 6/16. Und darunter habe ich noch das Stamping. Und das bestimmt natürlich, je größer das Stamping ist, desto größer ist die Schwerkraft. Und desto schneller hört das Springen hier auf. Wenn ich Stamping jetzt auf 100% setze, dann ist ganz, oder wenn ich das irgendwie nur auf 20% setze. So. Und das Springen geht nur solange der Ton hier gedrückt ist. Und deshalb hört es hier auf. Ich kann jetzt einfach mal hingehen und kann diesen Ton einfach mal zwei Takte lang machen, wenn er mich lässt. So. War noch nicht fertig, ist der nächste Ton, hat der nächste Ton angefangen. Jetzt hier Stamping ein bisschen hoch. Ist er schneller fertig. So, und jetzt habe ich zu diesem Device noch ein paar Einstellungen hier drüben im Inspektor hier links. So, Shortest Bounce ist 70 Millisekunden, das kann ich runterdrehen auf 10 Millisekunden. Machen wir Stamping hier mal ein bisschen höher. Oder ich mache es hier. Dann hört das schneller auf. Das heißt, wenn der Shortest Bounce nur noch 100 Millisekunden auseinander liegt, sagt er Feierabend. Und wenn ich den auf 10 Millisekunden runter mache, dann geht es noch ein bisschen weiter runter. Und dann kann ich natürlich auch sagen, dass der Ton nicht komplett aufhört, wenn der überhaupt noch spielt hier. Kann ich sagen, Hold Last Note. Dann machen wir die jetzt wieder hier nur einen Takt lang. Und der Ton hört dann auch auf, wenn die Note auch aufhört. So, und mit dem Ding kann man jetzt einfach ein paar nette Sachen machen. Thank you.
heißt, jede Note wird einzeln betrachtet. Machen wir hier noch 4 16 oder 3 16. Bisschen Damping hier rausnehmen. Oder ich könnte das ganze Ding auch nochmal benutzen, zum Beispiel für, wenn ich jetzt eine Drum Machine hinbaue. Mache das eben mal schnell. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal ein Hi-Hat, nehme hier einen Triple mit rein und mache hier jetzt einen eintakt langen Takt. Lass nur die Drum Machine hier spielen. Und mache jetzt viertellange Hi-Hats da zum Beispiel rein, wenn das so machen will. Dann könnt ihr jetzt mit dem Triple noch ein bisschen Swing reinbringen. Zum Beispiel. Und könnte mir so ein bisschen so ein Hi-Hat-Pattern zusammenschieben, mich ranfühlen an das Hi-Hat-Pattern, ohne dass ich jetzt die Noten direkt hier eingeben muss und kann das auf einer anderen MIDI-Spur aufnehmen. Und dann habe ich fest die Noten oder ich lasse es einfach so drin, wie es hier ist und bounce das quasi nicht auf MIDI runter. Ja, das war schon zu dem Dribble Device. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Kommentare unter das Video und was ihr damit macht, würde mich interessieren. Immer, interessiert mich sowieso immer. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.